So, hallo liebe GamesMag-Leser, Abonnenten, Freunde des Hauses. Hier sehen Sie die Lara. Ich weiß nicht, ob Sie sie schon mal in der Hand hatten, das Vergnügen, oder nicht. Auf alle Fälle, der Deutsche Computerspielpreis von Lara, der steht ja wieder kurz bevor. Am 15. Mai in München ist es soweit, im Postpalast. Dazu aber noch mal am Ende dieses Videos etwas mehr. So, stellen wir das Ganze mal ein bisschen an die Seite. So, ich wollte Ihnen eigentlich einen Einblick geben in den nächsten Gamesmarkt, der morgen erscheint. Das ist dann mittlerweile schon die vierte Ausgabe des neuen Jahres. Also wir sind mittendrin. Ein paar spannende Themen haben wir wieder für Sie vorbereitet. Fangen wir mal an. Natürlich die geplatzte Fusion. Die hat uns natürlich sehr beschäftigt, kam sehr überraschend. Wir haben das Ereignis sozusagen nochmal zum Anlass genommen, um in die Branche hineinzuhorchen und mal in Erfahrung zu bringen, wie die Menschen, also die Gamesbranche im engeren und weiteren Sinne, sich dazu fällt, was sie davon halten, wie sie dazu stehen, ihre Meinung einfach abgeholt. Enge Branche im engeren und weiteren Sinne meine ich jetzt einfach natürlich Bio-Mitglieder, Nicht-Bio-Mitglieder, Game-Mitglieder, Nicht-Game-Mitglieder, Förderer. Also es ist ein ganz bunter Haufen. Das Ganze, und da waren wir natürlich noch mal ein bisschen schlitzohrig. Wir sind noch mal in die Archive gestiegen von Gamesmarkt, also seit der Ankündigung im, ich glaube, das war Oktober, ne? 2012, als angekündigt wurde, als die Vorstände von beiden Verbänden diese Fusionsempfehlung ausgesprochen haben, haben wir nochmal dokumentiert, das, was von den Verbänden kommuniziert worden ist, in der Regel in gemeinsamen Pressemitteilungen. Der Big Bang am Ende, leider mit negativem Ergebnis oder Ausgang, wurde ja dann getrennt voneinander verkündet. Ob das so klug war, sei mal dahingestellt. Aber das haben wir auch nochmal dokumentiert. Dann haben wir in den neuen Gamesmarkt, starten wir eine neue Serie. Wir befassen uns mit diesem Teilmarkt der Online-Games, durchleuchten den über 7 Teile, wie gesagt, stellen die ganzen Player vor, die Geschäftsmodelle, die Dienstleister, was machen wir noch? Die Spiele natürlich und zeichnen am Ende im 7. Teil nochmal die Zukunftsszenarien, so wie wir sie für diesen Teilmarkt sehen. Dann haben wir uns mit einer Firma befasst, Glispa nennt die sich. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich kannte sie vorher gar nicht. Aber wenn der CEO Tim Nielsen, also der Managing Director von Glispa, sagt, dass er nicht in der Lage wäre, seiner Großmutter zu erklären, was er da eigentlich beruflich so treibt, dann weckt das natürlich erstmal Neugierde. Und wir haben uns das Unternehmen mal angeschaut. Das ist natürlich eine Performance-Marketing-Agentur und betrachten einfach mal deren Geschäftsmodell. Dann setzen wir natürlich unsere Serie Basiswissen vor, fort. Klar, diesmal geht es um Non-Disclosure Agreements. Das ist Sie wissen, diese Serie, die wir zusammen mit Osborne Clark realisieren, die begleitet uns jetzt schon seit vielen Monaten und wird uns auch noch weitere Monate lang begleiten. NDAs, also das Hauptkapital von Startups, deswegen eigentlich das Thema dieser Folge, ist natürlich Ihre Geschäftsidee sowie Ihr spezielles Know-how, dieses zu schützen. Dieses Wissen geheim zu halten gegenüber Dritten ist natürlich Gegenstand von diesen NDAs. Was man dabei zu beachten hat, das lesen Sie entsprechend in dieser Folge. Dann haben wir natürlich noch 2 Interviews, einmal mit Paul Thelen, CEO von Big Fish. Mit ihm haben wir gesprochen über den Wandel vom PC zum Mobile Publisher und wie er sein Unternehmen durch diese Social Games Krise Anführungszeichen navigiert hat. Außerdem haben wir einen Blick hinter die Kulissen von Ravensburger Digital geworfen. Sie wissen schon, dieses Unternehmen mit der blauen Ecke, nicht? Weil die werden verstärkt neue IPs entwickeln und da insbesondere sogenannte Hybridspiele in den Fokus nehmen. Und wir haben last but not least, wir haben natürlich noch viel mehr, aber eine Wahnsinnsstrecke zum Thema Dienstleister befassen uns da, das geht über 14 Seiten im nächsten Gamesmarkt, befassen uns da mal mit dem Status quo von Ultra HD, 4K, also 4K, Blu-ray und so weiter und so weiter. Jetzt komme ich nochmal zu meinem Lieblingsthema, Lara, alle Jahre wieder. Dieses Jahr, wie gesagt, am 15. Mai zusammen vergeben. Wir, um eine besonders schöne Show zu machen, also Deutsche Computerspielpreis Lara, brauchen wir natürlich Ihre Unterstützung, das heißt Sponsoren. Wenn Sie also
noch ein wenig Kleingeld in der Portokasse haben, können Sie sich gerne bei mir melden. Wir haben zusammen, die verschiedenen Partner zusammen, haben mehrere Pakete entwickelt, Platin, Gold, über Silber bis hin zu Bronze. Das kann bei mir abgefragt werden. Freunde und Partner, langjährigen Freunde und Partner dieser Veranstaltung werden von mir jetzt schon mal direkt adressiert. Sie bekommen diese Pakete zugesandt. Aber wenn darüber hinaus Interesse besteht, möglicherweise in irgendeiner Form da Sponsoringpartner zu werden, wenden Sie sich an mich, meine Kontaktdaten haben Sie und gegebenenfalls leite ich Sie dann weiter zu der Agentur, die das Ganze als Veranstalter betreut. Ja. Ansonsten wünsche ich Ihnen natürlich viel Spaß bei der Lektüre des nächsten Gamesmarkt, der, wie gesagt, morgen erscheint. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Tschüss.